Nein. Ich kenne Großvaters Geschichte über den Kontakt. Du entsprichst nicht seiner Beschreibung. Aber du bist hier. Also wirkt die große Schlange vielleicht durch dich. In dieser dunklen Zeit wäre das genug. Ich habe so viele Male gerufen. Und immer nur Echos vernommen. Doch du, Fremdling, du hörst mich. Und zum ersten Mal höre ich dich. Deine Ankunft hier war vorherbestimmt. Du tratst in die Leere. Jetzt sind wir verbunden. Es gibt immer noch Hoffnung. Die große Schlange wird uns beistehen. Aber die Zeit drängt, die Brücke stürzt ein. Das Tor ist noch offen, das Experiment läuft weiter. Triff mich in der Schuppenzitadelle. Ich warte auf dich.
wird schon. Niemand. Du bist zurück. Was gibt es Neues zu Anasco? Dann war meine Vision also wahr. Dann muss ich mich wohl entschuldigen, Schwester. Das ist unnötig, Bruder. Deine Skepsis ist deine große Stärke. Wie du meinst. Aber zurück zum Thema. Hat Anasco erwähnt, wie wir ihn dort wieder herausbekommen können? Ja, die Geräte zum Erschaffen eines Tors zum Vortex wurden in die Spitze der Zitadelle integriert. Wäre es noch aktiv, würde das alles erklären, was wir seit dem ersten Vorfall erlebt. Aber mehr noch, wenn ich für... Aber bei meinem letzten Gebet zur großen Schlange spürte ich ganz deutlich Anascos Präsenz. Obwohl er geschwächt ist, bleibt er mit dieser Welt verankert. Ja. Manche Leute glauben, dass ein ähnlicher Bund entstanden ist, als Jinan mit der großen Schlange kommuniziert hat. Ganz genau wie bei dir und Anasco, glaube ich. Es würde zu lange dauern, eine wissenschaftliche Erklärung dafür zu finden. Aber nehmen wir vorerst an, meine Schwester hat recht. Das ist die Essenz des Glaubens. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Meine Vision reichte nur bis hierhin. Aber ich bin mir sehr sicher, dass diese Verbindung noch wichtig ist. Sehe ich auch so. Und jetzt arbeiten wir weiter daran, die Häuser miteinander zu versöhnen. Wir schaffen es schon, das Morning-Gerät fertigzustellen. Die große Schlange gibt dir Lebenssinn. Ist das nicht wunderbar? Kann ich was für dich tun? Also nochmal. Ich weiß, der heißt Mirek. Und da... Schlange, leite dich. Lieber nicht gestört werden.
Schlange hat so viele verschont. Was jeder spürt, ist der Verlust. Die große Schlange segne dich. Zumindest einige Gebiete wurden nicht ins vollkommene Chaos gestürzt. Und was? Mein Job. Und alle meine Kollegen. Entschuldige, Verteidiger. Hast du kurz Zeit? Die Adlam-Brüder streiten sich mal wieder auf dem Platz. Diese Armee leistet. Danke, dass du mit mir redest. Mein Name ist Lijana Dulkev. Eigentlich würde ich dich ja fragen, wie ich dir helfen kann. Aber gerade bin ich es, die Hilfe braucht. Ich koordiniere Warenlieferungen, die das Stadtgebiet verlassen. Wegen der Katastrophe habe ich meinen...